Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days, 7 Dice. Was zumindest so in 7 Days, 7 Dice? Hey, nein, was macht er denn jetzt hier? Döniken. Jasmin, ich habe eben in unserer kurzen Pause Witze gegoogelt. Ja. Ich habe keinen guten gefunden. Nee? Nein. Es war enttäuschend. Wieso habe ich denn keine Ausdauer? Da waren halt nur so... Sagt ein Mann zu einer Frau, ich bin ein Zauberer. Sagt die Frau, oh, das ist ja interessant. Haben Sie auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern. Ah nee, ich zersäge Menschen, hat er noch gesagt. Ach, Hacke. Jetzt habe ich den Witz. Au! Ihr seid ja schon hier. Ich dachte, ihr müsst euch freibuddeln. Weg, du Unhold. Wir angelaufen kommt Forrest Gump. Ich kann das nicht fertigen. Schmelztiegel erforderlich. Oh, haben wir nicht, ne? Nee, was wolltest du denn machen? Meine Pumpgun. Ah. Nee, Schmelztiegel. Müssen wir den herstellen? Weiß nicht, guck ich gerade. Wo kommst du denn her? Ach, da brauchen wir fortgeschrittene Ingenieur- und Bauplan-Schmelztiegel. Ich hab ein bisschen was gelevelt im fortgeschrittenen Ingenieur. Ja, aber du, wir haben ja das Buch nicht, oder? Naja, vielleicht habe ich es ja auch so schon gelernt. Bauplan. Bleib liegen. Ist besser für uns beide. Packe ich das erstmal wieder weg? Ja. Das ist ja blöd. Ich kann ja mal gucken, ob ich das machen kann. Kleinen Moment. Ingenieur muss ich gucken. Einen Schmelztiegel. Nee, kann ich auch noch nicht machen, leider. Es tut mir leid, Jasmin. Ich habe dich enttäuscht. Ja, ist nix. Hier ist aber viel los. Hör zu. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Mich erwischt. Verdammt. Schummeln. Oh Gott, das war knapp. Ma'am, ist alles okay? Okay. Es scheint alles gut gegangen zu sein. Ich dachte schon, ich habe sie verletzt. Und dann liegt sie wieder auf der faulen Haut rum. Soll ich den Hund mitnehmen? Ja, ne? Ein bisschen Gammelfleisch. Und Nitrat und Leder. Ja, die Liebe bis in den Tod, ne? War der Hund mit ihr vereint. Ja. Oh, ein Haufen Munition. Ich bin in den Keller gefallen. Bist du im Keller, ja? Ja, mir fällt das nicht, weil hier tippelt jemand auf mich zu. Cool, ich kann ja mit der Werkbank arbeiten. Ich bin noch oben noch gar nicht fertig. Bitteschön. Kommt noch was? Ich muss aber erst... Ich muss mal kurz weg. Ja. Tür zu! Was ist mit dir im Raum? Geh weg! Oh Mann. Oh Gott, wo kommst du denn her? Jesus Christ, ist hier was los? Alter, ist voll geil. Die Hütte hat sogar einen eigenen Kinosaal.
Oh, ein Stufe 6 Bogen. Was für ein Geräusch. Okay, hier komme ich wieder hoch. Komm! Alter, verdammt! Habe ich mich... Wie viel? Falsche Seite. Ey, was ist denn hier los? Wie viel er einfach aushält? Ich bin ein bisschen... Was reißt du eigentlich so, Alter? Ich kack mir hier gerade richtig in die Hose. Ich schalte durchs ganze Haus, ey. Es tut mir voll leid. Ey, glaub ich dir nicht, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Warte mal, ich muss hier mal was verändern. So. Oh, hier sind Digger. Digger. Mit orangenen Augen und er kommt direkt rein. Er läuft einfach durch die Tür. Alter, scheiße. Nein, lass mich raus. Alter, der hat hier einfach zwei Türen geschrottet. Ey, ich bin hier voll am... Ja? Verändern. Ich stell mal 6 Patronen her. Okay. Kann ich schon. Ich hab halt keine Knarre, ne? Boah, vielleicht loote ich doch erst unten fertig? Rat mal, was ich gefunden habe. Weiß ich nicht. Ein Bauplan für eine Werkbank, aber ich nehm dir den mit. Ah? Und schon wieder ein Kochtopf. So, wir haben jetzt noch mal 6-mal Patronen. Na, geil. Ach, du hast ja auch schon was. 45. Ja, wir hatten die Zutaten dafür. Ja, ja, ich habe jetzt auch noch mal was gemacht. Und die, was ist mit der Chemiestation? Die kann ich noch nicht bauen, richtig? Weiß ich nicht. Ach nee, die ist in der Werkbank, ne? Ja. Lass die mal noch in Ruhe, die möchte ich platzieren später. Ach. Ja. Die kannst du drin liegen lassen. Ja. Stimmt, die habe ich ja schon gemacht. Oh, Jasmin, hier ist richtig Abenteuer bei mir. Ich weiß nicht, ob hier drauf noch was los ist gerade. Ich hab was gehört. Das kann nicht sein. Sind alle bei dir, wa? Ja, das ganze Land ist, glaube ich, bei mir. Das ganze Land. Der Himmel sieht ja krass aus heute. Oh Gott, Alter! Gott, oh Gott, oh Gott, der kackt sich auch immer in der Hose, ey. Oh Gott. Habe ich mich verjagt? Wo kam er denn her? Jasmin, mir geht's nicht gut. Mir geht es gar nicht gut. Wie heißt dieses Schubse-Ding nochmal? Robotikhammer oder so? Robotikhammer. Federn packe ich mal raus. Das zerlege ich. Geil. Ach, da brauchen wir die Teile und so auch für. Kann ich hier noch was zerlegen? Ich könnte noch. Ich habe da drüben Wasser. Keiner kommt. Schade, dass zu mir hier keiner kommt. Ja, das finde ich auch. Die hätten ruhig zu dir kommen können.
Ja. Ich habe Angst vor mir. Wo bin ich denn jetzt durch die Decke gefallen? Mein Handy auf dem Klo vergessen. Hier. Temperierte... Kann ich den verändern? Geil. 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 Ich habe hier noch eine Waffentasche, aber da ist nur Kacke drin. Schrotflintenteile. Da ist nur Kacke drin. Aha. Kühlmaschen-Mod. Was für eine Mod? Ja, Kühlmaschen. Kühl. Ich glaube, ich werde das Krankenhaus gar nicht mehr schaffen zu looten. Ich glaube, wenn ich die Häuser durch habe, bin ich voll. So, ich gehe erstmal raus zu meinem Fahrrad. Wo habe ich denn geparkt? Ach, die Seite. Was will ich denn noch alles so machen mit dem Essen jetzt? Warte mal. Was habe ich denn hier alles Schickes drinne? Ich habe hier Knochen drinne. Knochen finde ich in einer Tour. Ich finde nicht in einer Tour Baupläne. Kartoffeln brauchst du auch für alles, ey. Ich denke so. Welche Stufe hat denn dein Bogen? Eins. Ich bring dir mal einen Stufe 3 Bogen mit. Oh, gut. Ja, viel Platz habe ich nicht mehr im Inventar. Aber bis jetzt hat sich der Ausflug gelohnt. Hm. Noch ein Bogenschießdings gefunden, Buch. Hätte ich auch die Tür nehmen können, ne? Hm. Naja, jetzt hau ich hier die Seite weg. Ich hätte auch in eine Seite reingehen können, da ist sowieso offen. Nice. Nicer. Sieht nur so komisch aus, ne? In die Dose kann man zum Beispiel Öl machen oder Dosenschamm. Dosenschamm? Ja, aber da brauchen wir das Rezept. Also das Buch. Und für Öl brauchen wir Ölschiefer. Ich habe hier schon wieder einen dicken. Das kann nicht sein. Ich komme nicht durch. Hihihi. So cool das andere Haus war, das so enttäuschend ist das hier. Eine 8-fach Vergrößerungsmod. Ja, Knochen habe ich ja eh drin. Ich habe noch... Das kann weg. Eine Küche. Küche ist immer geil. Eine leere Dose. Nice. Oh, noch eine leere Dose. Ja. Oh, hier ist ein Safe. Hm. Aber ich habe keine Dings.
Den Dings hat er. Und der hat 2500. Nee, ist mir das jetzt nicht wert, den aufzuprügeln. Letztes Mal war ich so enttäuscht. So. Gucken wir noch mal, was der Nachbar hat. Bisschen Zucker. Das ist praktisch. Da waren zwei Reparaturkits im Auto. Klebeband ist auch gut. Ja, Klebeband brauchen wir. Und Lumpen. Geil. Die sind nachts immer so schnell. Jasmin. Oh. Mhm. Geil. Da habe ich der Alten aber richtig eine von Latz gehauen, du. Du. Aber richtig. Du. Du. Ich habe nochmal den Mülleimer durchforstet. Ja, ist jetzt hier nicht so wild, ne? Hier war ich schon drin. Ja, das hat sie ja auch gesagt. Nee. Neulich zu Besuch in Thailand. Hier war ich schon drin. Das hat sie auch gesagt. Lecker. Jasmin, du glaubst gar nicht, wie viele Töpfe ich gefunden habe. Also Kochtöpfe. Ja. Und? Ich habe schon wieder welche. Nee, oh, warte mal. Pfeile. Unter mir tut sich ein Abgrund auf, Jasmin. Hm. War das so, noch? Aber ich gehe erstmal oben gucken. Oh, hier ist ein geheimer Tunnel. Das ist mein kleiner geheimer Tunnel. Der führt direkt zu einem Busch. Alter! Alter! Wow. Verdammt. Jasmin, ich werde hier gleich dezent ein Problem haben. Ich habe das Jagdgewehr nicht, ne? Ich habe hier vier Frauen und die sind absolut scharf auf mich. Oh, nee, das eine ist ein Typ. Aus Thailand. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin, ehrlich gesagt, ich bin fest davon ausgegangen, ich sterbe jetzt. So, mal schauen, nicht? Nicht? Draußen. So ein Krach draußen. Irgendwelche Jugendlichen machen da wieder Randale. So, stay hydrated. Hm. Ach ja. Ist noch ein Dachboden. Granaten gibt's ja auch, ey. Ja, ich habe auch erst überlegt wegen Dynamit und Co., aber ich habe ein bisschen Angst, dass uns das die Treppe weghaut. Eiserne Armbrust. Leg dich doch schlafen. Das ist schon spät. Ich habe mir jetzt hier, wie heißt das Ding? Einen Schockstab gemacht. Ich habe vorhin einen zerlegt, weil Platz und so. Oh, oh. Ich hatte noch gar keinen. Du hattest schon einen, oder was? Ja, wir haben auch noch einen in der Kiste. Jetzt habe ich einen gemacht. Was für ein Angebot.
Egal. Hier ist was los, sag ich dir. So kann ich das ja wieder wegräumen, ne? Ich nehme mal die Schmerztabletten für mein Knie. Das hier. Ich auch mal. Ist nicht, was das ist. Kneipenschlägerei. Ach, wir haben ja hier noch. Kleine Taschenmod. Ball. Hä? Wieso haben wir denn schon geschmiedetes Stahl? Habe ich geschmiedet? Ja, wieso kannst du das denn machen und ich nicht? Habe ich gelevelt. Ja, dann musst du mir das machen. Was soll ich dir denn machen? Die Pumpgun? Ich kann das eh noch nicht machen, glaube ich. Achso, du meinst jetzt nur den Stahl schmieden dafür. Ja, aber bringt ja nichts, wenn ich das eh nicht bauen kann. Was fehlt dir zum Bauen? Der Plan. Glaube ich. Nee, Pumpgun, den Plan hast du. Den hast du auch vom Händler gekriegt. Irgendwas fehlte. Oha! Glaube ich. Ja, dieses Ding. Hier, dieses Schmelztiegel. Ja, genau. Der Weil ich den Bauplan Schmelztiegel nicht habe. Aber du ja anscheinend. Nee, Schmelztiegel habe ich auch noch nicht. Ja, aber du musstest ja irgendwas haben, weil du konntest es ja machen. Was konnte. Den Stahl? Ja. Den kannst du doch auch machen, geschmiedeten Stahl. Nein. In eine Schmelze? Im Schmelzofen? Nein! Sag mal, raffst du das nicht? Ja, ich habe Ingenieur gelevelt. Ja, ja. Aber deswegen kannst du das wahrscheinlich. Ja, aber den Schmelztiegel kann ich nicht. Noch nicht. Ich brauche den Schmelztiegel, um das eiserne Dingsbums da zu machen. Ja. Du kannst das aber machen. Nein. Ich denke, du hast schon das eiserne Ding gemacht. Achso, du brauchst den Schmelztiegel für deine Pumpgun. Alter, will. Nicht für den geschmiedeten Stahl. Nein, aber ich brauche ja für den geschmiedeten Stahl dieses Tiegelding. Sonst kann ich das nicht machen. Hat das wenigstens von den Zuschauern einer gerafft, was ich möchte? Hä, ich habe doch keinen Stahl gemacht, ich habe Eisen gemacht. Nein, hier in der einen Box ist Eisen und darunter geschmiedete Stahl. Ja, den habe ich gefunden. Ja, dann sag das doch. Du weißt ja keine Sau, was du willst. Hä, natürlich. Da ist schon Stahl drinne. Also muss einer ja das Stahl gemacht haben. Den Stahl, wie auch immer. Das Stahl. Ja, ich habe hier so kleine platztechnische Probleme, Jasmin. In deinem Kopf auch. Das kann weg. Ah, die Frage ist ja immer, was schmeißt du weg, ne, wenn du zu viel hast? Das hier kann ich noch klein machen. Ich hab dich gerade wie ein Roboter gehört. Ja. Ja. Ja, ja, tralala. Und hopsasalala. Ich könnte mal wieder ein Bär kommen eigentlich. Ich hab mal Bock wieder auf einen Bär. Ein Bär. Kam ja schon lange nicht. Jetzt auch nichts gebracht hier. Ich habe immer noch Durst. Trink doch mal was. Habe ich ja. Da war ich drinne. Ja, ich schaff's tatsächlich nicht zum Krankenhaus. Ich bin jetzt schon überladen. Ich frag mich, warum ich meine Schaufel rausgepackt habe. Na. Wieso ist hier keine Tür drin? War ich hier schon? Hier war ich schon.
Hä? Wieso habe ich eine andere Wegmarkierung? Irgendwas ist hier komisch. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht, Jasmin. Hier war ich doch auch schon. Hier war ich nicht. Da bin ich mir sicher. Sicher. Da bin ich mir sicher, Jasmin. Mhm. Hier sind nämlich noch Pflastersteine. Das ist schön. Ja, Schmelztiegel. Ich hab keine Ahnung. Ach, Mensch, ich war doch eben gar nicht in dem geheimen Tunnel in der Hütte. Ah, da muss ich nochmal zurück. Ich würde gern wissen, was da drin ist. Sagen wir, scheiß drauf. Wir gucken hier auf den Dachboden und dann gehen wir da nochmal hin. Also hier ist ja echt nichts los. Ja. Das war diskret. So. Ich hoffe, ich erkenne die Hütte gleich wieder. Ach, wird schon wieder Tag? Ist gerade mal um 3, ne? Da geht halb 4. Naja, Sommer, Sommer. Wurde aber schnell hell. Auch interessant, aber ich würde trotzdem gern erst in den Tunnel gucken. So, welche Hütte waren das? Ich kam ja gerade aus dieser Richtung. Das war ein relativ großes Haus. Das war das Haus. Wie funktioniert denn der Schockstab? Du musst ein paar Mal zuhauen und dann kriegen die einen elektrischen Schlag und sind kurzzeitig gestunt. Was? Gestunt? Ja, die können sich dann kurzzeitig nicht bewegen. Die sind wie unter Strom. Hm. Das war doch komisch. Hier, ne? Haha. Oh Gott. Alter, er geht immer ab, ey. Nein, ich hab daneben gehauen. Hab ich mich verjagt. Ich weiß nicht, ob man meine dezenten Züge mitgekriegt hat. Das ist alles. Oh. Warum ist die Musik so komisch? Wow. Was für eine komische Musik. Wow. Der, also diese, der... Ja? Die geheime Höhle hat ja gerockt. Die war ja... Boah, Jasmin, was ich hier für Abenteuer erlebt habe. Das war krank einfach, nur das kannst du gar nicht in Worte fassen. Weil die komische Musik her... Wie sieht mein Inventar aus? Schlampig. Doch noch die Hütte? Oder? Ist ja auch relativ groß, ne? Können wir mal hier lang fahren. In Richtung Händlerquest. Oh, hier ist auch noch ein, hier ist noch der Pawnshop, wo wir letztes Mal keinen Stop gemacht haben. Mhm.
Vielleicht gibt es ja hier was Geiles. Gear, Coins und Gold. Ich liebe Gold. So. Okay, Jasmin, ich gehe rein in Gang 2. Mhm. Oh. Wow. Ah. Ein Bauarbeiter. Oder war das ein Angestellter? Da kommt noch einer. Alter, jetzt bin ich auch noch in mein eigenes Loch gefahren. Komm ich hier nicht mehr raus. Oh, hier ist eine Handelbank, Jasmin. Soll ich pumpen? Weil ich mich ein bisschen fit für die Zombies. Es ist gut möglich, dass ich hier... Was? ...ein Problem habe. Warum komme ich aus dem Kackloch raus? Oh Mann. Ich habe jetzt dezente Schwierigkeiten. Ich bin infiziert. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich kann mich hier nirgendwo einschließen, oder? Falsche Richtung. Okay. So, sie noch. Und... Au. Au. Das war anstrengend. Darauf haue ich mir erstmal ein bisschen Speck mit. Oh, ich bin ja infiziert. Wir haben keinen Honig, oder? Nee, aber eine Antibiotika, glaube ich, noch. Ja, ich durchforste hier erstmal. Vielleicht finde ich ja auch noch Antibiotika. Oh, ich hatte eben alles hier. Ein Wolf. Zombies. Okay. Ein leeres Regal, Jasmin. Oh, ein mittelgroßes Chemieset. Was ist das denn? Testosteronextrakt. Geil. Nice. Geh jetzt hier durch wie Rambo. Wieso finde ich eigentlich nie Antibiotika, wenn ich infiziert bin? Du kriegst die Tür nicht zu. Auch ein neues. Schön. So, ich hatte ja hier eine Dosen. Was sagst du? Ich war jetzt gerade mal zur Eiswelt. Oh, ein Hase. Ein Hase. Leg ihn um, die Sau. Aber ich bin, glaube ich, zu dünn angezogen. Da kam schon ein Zombie, ey. In der Eiswelt? Nee, ich war noch nicht in der Eiswelt. Ich bin wieder umgedreht. Warum? Weiß ich nicht, weil ich nicht wusste, wo die herkommt. Ach so. Aber ich glaube, ich erfriere, glaube ich, auch, ne? Möglich. Wenn das ja. Geh mal schnell wieder zurück. Dafür muss ich mich dicker anziehen.
Adventure Map. Geil. Ob es hier irgendwas gibt. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ist doch kacke. Unberührter Müllhaufen. Komme ich hier auch hoch? Gegebenenfalls mit Rahmenform, ne? Ist nur eine Kiste. Aber ich könnte die Rahmenformen nicht platzieren. Warte mal. Rahmen. Formen. Ja. Ach so. Da gucken wir erstmal rein, ne? Ja. Gucken wir erstmal rein, ne? Baustellenkiste. Komm. So. Oh, wie süß, der Arme. Was hat denn jetzt gemacht? Nee, hier ist gerade so ein, so ein kaputter. Ah, ist doch kacke. So. Wo war denn jetzt diese komische Lampe, wo ich hin wollte? Keine Ahnung. Hier? Scheiße. Was hast du denn? Unten ist ein Burr. Wo? Oh, zu Hause? Nee. Ich guck mal, ob ich den platt machen kann. Ich bin auf dem Dach. Ich will nur vorher schauen, dass hier keine Zombies sind. Bitte schön, Jasmin. Oh, gerne. Nee, ich hab bitteschön gesagt. Bitte? Kriegst du keine geteilten Spieler-XP? Doch, aber wenig. Das von mir macht viel mehr irgendwie. Nee, 628. Ja, und du hast eben von mir 1000 noch was gekriegt. Ja, weil du den Kopf zackt hast. Du bist ja auch verrückt. Ich bin halt besser als du. Also das nehme ich schon mal mit. Bogen, Armbrustteile, gut, haben wir zu Hause aussortiert. Oh, Pilzsamen. Holzsplitter-Mod. Warte mal, das hier kann ich noch lesen. Verändern, kann ich da noch einen reinpacken? Nein. Dann tausche ich das wieder. Haben wir, glaube ich, auch noch zu Hause. Was ist das? Schmerzmittel. Antibiotika brauchst du. So. Ja, habe ich leider nicht. Aber ich habe hier zwei Kisten Shotgun-Messias. Oh. Oh. Ist die Bären. Nehme ich mit.
Leg dich nie wieder mit mir an, Bro. Der Bär scheint noch hier zu sein. Ich höre ihn. Ja. Mach ihn kalt. Ich glaube, er ist drinne. Im Krankenhaus? Ich bin nicht im Krankenhaus. Ich bin im Dings-Shop. Ja. Pfandleiher. Wie heißt der nochmal? Händler. Nein, Pfandleiher. So. Ich weiß nicht mehr, wie der richtig heißt. Im Pornshop. Mhm. Hier ist ein Zombie. Wo ist denn der Böll hin? Der Bär muss drinne sein. Dankeschön. Ich verstehe nicht, warum die sich ständig mit mir anlegen wollen. Die wissen doch, dass ich der Killer hier bin. Und nicht die. Ich sehe den Bär halt nicht. Wer weiß, wo der ist? Ey, diese Ausdauer macht mich fertig, ey. Der Bär muss hier irgendwo drin sein, deswegen will ich ja nicht runtergehen. Nee. Ich sehe den Bären. Den Bären? Ja. Oder den Bären? Den Bären. Bären. Den Bären. Den Bär. Bernstein oder? Was? Wenn der Bär in einem Zimmer ist, ist das denn ein Börschzimmer? Steinzimmer. Der war schlecht. Der macht sich schlecht aus. Ja, der war. Oh, ich bin hier in diesem komischen Brandgebiet. Ich hänge hier fest beim Böhr. Und der kommt da hoch, wo ich auch bin. Ja. Das ist aber schlecht. Nee, ist doch nicht das. Ja, ich hänge. Scheiße. Nee, noch nicht. Da nicht. Ah! Scheiße, ich sterbe, Jasmin. Ach, viel Spaß beim Zurückholen der Sachen. Ich hab eine Idee. Okay, er ist doof, durch die Tür zu gehen. Ich muss jetzt mal was essen, ey. Hab den Böhr. Ja. Oh, ich bin so gut. Ich habe natürlich kein Essen mitgenommen, ne? Aua! Noch sehr schlau. Sniper-Elite. So. Ich zerleg mal den Burn, dann komme ich nach Hause, ne? Ich gehe jetzt auch gerade, weil ich habe mein rotes Essen-Ding. Nein, das Ding fürs Essen leuchtet schon rot. So. Ein roten Teller? Mhm. Ach, typisch Mädchen. Was hat der jetzt hier fallen lassen? 20 Wildbret.
Inventar ist voll. Ich habe noch 118. Gar nicht, warum ich immer vergesse, mir Essens einzupacken. Essens? Essens. Ja. Haben wir hier noch Geiles? Oh, geil. So, ich komme jetzt erstmal nach Hause, Jasmin. Lang Till mit dem Luden. Ich bin auch gerade da. Dann können wir unsere Basis noch aufwerten und, ja, ich und verbessern. Eh bald ins Bett gehen. Damit wir ein bisschen XP kriegen. Oh, ich habe so einen geilen Fahrradmove gemacht. Wir sind zwar schon bei 46, aber ich würde sagen, wir überziehen die Folge, bis ich zu Hause bin. Schon wieder. Ja, wegen Sicherheit, ne? Sicherheit geht vor. Bin ja schon fast zu Hause. Sonst wäre ich halt mitten in der Pampa. Macht doch nichts. Ich bin jetzt bei Pops Pawn Shop und Bill's Bakery. Pawn Shop? Ja, hier bei, wo der Zombie Burr war. Ich hab zweimal Maissamen. Hier, Juckerfuck. Das müssen wir auch mal. Pilze habe ich noch einmal. Ja, aus Jucca, aus der Jucca. Kannst du den Tee machen? Ja, und du kannst einen Jucca-Smoothie machen und der hilft dir im Eisgebiet, bin ich der Meinung. Möchte mich aber nicht drauf festnageln lassen. Ja, ja, ja. 3,8% infiziert. Aber wir haben ja noch einmal Antibiotika, ne? Eine? Ja. Also, eigentlich war vorhin noch einer da, ja. Ja, ja. Ja, weiß ja. Müssten wir auch mal lernen, wie man das herstellt. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Hä? Was? Wenn wir Antibiotika selber herstellen. Ja, wahrscheinlich, wenn du Chemiestation hast. Mit Antibiotika? Ja. Ja, kann sein, ne? Oh, eine lange Reise steht uns bevor, Jasmin. Hier. Hier. Eines Tages komme ich noch mal ins Krankenhaus. Eines Tages. In nicht allzu ferner Zukunft. Habe ich das jetzt reingepackt? Ja. Ich kann ja mal gucken. Ja, eine haben wir noch. Ich kann ja mal gucken. Rate mal, wer gleich da ist. Das Rezept von Antibiotika brauchen wir. Und Arzt. Also Rezept oder Arzt. Und dafür brauchen wir altes Scham-Sandwich, Nitratpulver, trübes Wasser. Also das, die Sandwich nicht essen. Okay. Können in einem Messbecher an einem Lagerfeuer gefertigt werden. Antibiotika können Infektionen heilen. Können in einem Messbecher an einem Lagerfeuer gefertigt werden. Jasmin, wenn du mal einen Moment Zeit hast, kannst du einmal kurz vor die Tür kommen? Arzt, was willst du denn? Ich wette mit dir, du findest mich nicht. Du bist im Loch da hinten. Hast du das gebuddelt? Das ist schon lange da. Mein ganzes Fahrrad passt da rein. Ich weiß. Ich seh dich. Toll. Jetzt muss ich erstmal die Taschen leer machen, damit ich das Fahrrad leer machen kann. Oh. Aber ich hab dir was mitgebracht. Kannst du das nicht hinstellen wieder? Das konnte ich auf jeden Fall machen. Musst du vorher leer machen. Aber ich hab was für dich.
Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Ein Teil davon habe ich sogar hier. Das hier kannst du mal lernen. Das hier kannst du mal lernen. Und der Rest ist im Fahrrad von den Büchern. Das habe ich schon. Achso, du liest trotzdem für die XP oder so. So, einmal kurz aussortieren. Jetzt nur einmal hier flüchtig durch. Taschenmod. Das werde ich noch anbauen. Das werde ich noch anbauen. Mod. Gammelfleisch. Knochen. So, was haben wir jetzt noch hier in den Taschen? Das hier. Zange. Eisen. Wieso konnte ich denn das Fleisch nicht einsortieren? Oh. Ahnung. Da habe ich auch noch mal ein bisschen was reingepackt. Jetzt mache ich einmal mein Fahrrad leer. Das liegt ja noch in der Parkbucht. Da. Jetzt habe ich noch was für dich. So, einmal das hier. Und einmal das hier. Was? Habe ich das jetzt aufgenommen? Na, hier, hier noch so ein Bogen. Wo denn? Stufe 3. Ja. Danke. Waffen und Munition. Ich habe hier noch ein Jagdgewehr. Wollt noch mal Kürbiseimer einsehen? Mal den Kürbis noch rein hier. Oh, der ist auch schon. Das habe ich noch. Die hier oben kannst du alles auspflanzen, also alles ernten. Ja, ich komme gleich mal hochgucken. Muss nur einmal Antibiotika reinschmeißen. So, und du bist Löscher. Müssen wir wieder Wasser abkochen, wa? Ja, aber das wollte ich nächstes Mal machen. Das können wir einmal hier wieder rausnehmen. Und dann tauschen wir die beiden aus. So. So, dann musst du jetzt gleich Schluss machen. Das ist sonst zu lange wieder. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich eile auch schon. Ich will nur noch hier ganz schnell das wegpacken und einmal hochgucken. Ich werde es nicht mal abbauen. Nur mal hochschauen. Oh ja. Oh, das sieht doch schon gut aus.
Geil. Geil, Jasmin, geil. Jo. So. Dann verabschiede dich mal, Jasmin. Die Folge war bestimmt ein bisschen ruhiger und langweiliger. Echt? Habe ich so wenig gequatscht diesmal? Ja, diesmal war nicht viel. Also habe ich so jetzt empfunden. Aber man kann ja auch nicht immer so viel labern. Manchmal konzentriert man sich auch einfach. Ich fand das jetzt eigentlich ziemlich spannend mit den ganzen Zombies. Ja, du. Was du empfindest, das muss ja nicht heißen, dass die anderen das auch so empfinden. Doch, wir sind alle gleich. Ich kann man ja ziemlich schnell glücklich machen. Ja. Ja. Du Schelm. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, was man vielleicht besser machen kann. Oder warum wir diese Flamme oder diesen Qualm im Wasser sehen, aber keine Kiste. Ja, was das würde bedeuten. Das, ja, das würde mich vielleicht auch interessieren. Vielleicht weiß das ja einer. Weil ich habe da jetzt auch nichts gesehen. Und wie wir hier am besten noch weitermachen, wa? Auf jeden Fall müssen wir hier noch ordentlich bauen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Mhm. Ja. Genau, wenn einer uns helfen könnte mit diesem Qualm, schreib's doch gerne in die Kommentare. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, was das sein kann, außer so eine Kiste, aber ich finde da nichts. Also, bis dahin, ne? Ich bin Patrick. Macht's gut. Ciao. Tschüss, ich bin Jasmin. Auf Wiedersehen. Rollentausch.